der war richtig schön. Total klasse, ja. Bin begeistert. Der Wellblechpalast ist bis unters Dach gefüllt, wie immer, wenn sich die Stars und Sternchen bei der großen Eiskunstlauf-Gala des SC Berlin die Ehre geben. In vorweihnachtlicher Atmosphäre lassen sich die zahlreichen Zuschauer von traumhaften Melodien und spektakulärem Tanz auf dem Eis verzaubern. Von den Veranstaltern verzaubern ließ sich auch Moderator Olli P., der bereits zum zweiten Mal durch die Show führt und obendrein seine Gage für den Nachwuchs des SCB spendet. Also ich finde es einfach ganz, ganz toll, dass es so eine Veranstaltung gibt, dass sich ein Verein so viel Mühe gibt und nicht nur halt die Trainer, die Organisatoren, sondern natürlich auch all die ganzen Sportler und die Eltern. Und hier hilft irgendwie jeder mit, das ist eine große Familie. Von der SCB-Familie zur olympischen Familie. Dieser große Sprung gelingt auch drei Berliner Sportlern. Der Sololäufer Paul Fenz sowie das Eislaufpaar Annika Hocke und Ruben Blomart geben schon einmal einen kleinen Vorgeschmack darauf, worauf sich Eiskunstlauffreunde im kommenden Jahr bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang freuen dürfen. Auch wenn die Nominierung formal noch nicht ganz offiziell ist. Also es ist so, wir haben jetzt die Qualifikation von unserem Verband sozusagen geschafft, von der DU. Und wir werden jetzt dann nochmal vom DOSB, vom Deutschen Olympischen Sportbund, nominiert. Vor den Augen des Kulturgesandten der Botschaft Südkoreas, Dr. Kwon, zeigt auch SC Berlin Eigengewächs Paul Fenz eine Kostprobe seines Könnens. Für den 25-Jährigen hat die Stars und Sternchen Gala eine ganz besondere Bedeutung. Ich war auch ein ganz kleines Sternchen damals und da war es ein ganz wichtiger Termin. Bei uns im Kalender rot markiert, Schaulaufen, Stars und Sternchen. Ich bin ein Sternchen, kann zu den Stars aufschauen. Und auch die Stars von morgen zeigen auf dem Eis zu traumhaften Melodien aus Disneys Wunderwelt, was sie schon alles gelernt haben. Wer mehr auf Action steht, der kommt bei der SCB-Gala aber auch auf seine Kosten. Wenn der deutsche Meister Paul Fenz und der Vizemeister Paul Liebers eiskalt in den Ring steigen. Und selbstverständlich darf etwas fürs Herz auch nicht fehlen. Dafür sorgen Olli P. und Peter Liebers mit einer Live-Performance. Wie es dir geht, ich will mir einbilden, dass du noch hier bist, doch ich krieg kein. Von diesem gelungenen Gesamtkonzept lassen sich auch die Sponsoren begeistern. Das soziale Engagement gehört in vielen Bereichen dazu. Und was gibt es denn besser als der Sport, wie es hier beim SC Berlin schon seit Jahren praktiziert wird? Wir finden nicht viel. Und was sagen die Zuschauer? Ich bin schon seit geraumer Zeit, seit einigen Jahren komme ich hierher und ich bin immer wieder begeistert. Hat mir echt gut gefallen, weil es der erste Abend, den ich mal so erlebt habe. War echt cool, die ganzen Leute zu sehen, die kleinen Kinder vor allem, wie sie das gemeistert haben, fand ich super. Das war wieder sehr schön. Es war sehr bunt, aber wenn man sich auf das Thema Disney einlässt, dann muss es so sein. Ein absolutes Muss auch im nächsten Jahr wieder. Die Stars und Sternchen Weihnachtsgala vom SC Berlin.